nehmen wir lieber eine Cola Energy. Ich habe mich sehr auf den Stream gefreut, weil ich mir dieses Video angucken wollte. Was ist mit Spezies? Rückt in den Hintergrund. Stopp. Bevor jetzt hier falsche Gerüchte gedroppt werden. Bevor ihr irgendwas in den Hintergrund rückt. Das Video ist von Simplicissimus, K-Pop globaler Hype und dunkle Abgründe. Gute Jungs, ich schau die schon sehr lange. K-Pop, Korean Pop, ein globales Phänomen. Die Musik ist wahnsinnig gut produziert. Meistens auf, koreanisch und teilweise auf Englisch. Völlig abgedrehte Musikvideos, gefüllte Stadien, Welttourneen. Zu den erfolgreichsten K-Pop-Bands gehören derzeit BTS und Blackpink. Aber BTS ist doch schon seit Ewigkeiten aktiv, oder? Also dieser Name BTS, den höre ich gefühlt schon seit Ewigkeiten. Was passiert außerhalb des Rampen? Bruder, was ist da gerade passiert? K-Pop hat beängstigende, grausame Seite. Eine Seite voller Knebelverträge, eiskalter Konglomerate, voller Zusammenbrüche, toxischer Fankultur, absurder Schönheits... Gibt es eigentlich heutzutage noch irgendwo keine toxische Fankultur? Heute ist K-Pop popkulturell nicht nur relevant, sondern dominant. Es ist so krass, weil ich davon halt nichts mitbekomme. Das ist ein weltweites Phänomen und ich kriege nichts davon mit. Das ist verrückt. K-Pop richtet sich nach gängigen Trends, ist in der Grundstimmung... Uff, Alter. Die sah fast aus wie Ariana Grande. Ja? Ja? Die Melodien wechseln besonders häufig und liefern in Kombination mit den rasend schnell geschnittenen, bunten Musikvideos ein schillerndes Gesamtpaket. Auf diese Weise ist K-Pop auch ein Gegenangebot zur rauen amerikanischen Popkultur. Stimmt, das stimmt tatsächlich. Hände hoch, Rübi. Okay. Wenn ihr es wackeln seht, ich kann mich bis zum Ende des Screenshots beherrschen. Im Zentrum von K-Pop stehen drei große Labels, eigentlich eher Talentschmieden. Sie bauen, formen und vermarkten so gut wie jede K-Pop-Band. Aber wo ist BTS? Stabil. Die drei größten Labels haben nicht die erfolgreichste Band, sehe ich das richtig? Dort durchlaufen sogenannte Trainees eine harte Ausbildung. Über Jahre hinweg werden sie zu perfekten Stars gemacht. Dazu gehören intensive Tanztrainings, harte Diäten, noch härtere Competition und die völlige Abkapselung von der Außenwelt. Diejenigen, die es schaffen, werden in Girl- oder Boygroups gesteckt. Pro Label feiern jedes Jahr... Krass, Alter. Die werden einfach... Boah, das ist heavy. Aber ja, es ist... Ich meine, man hat es ja schon fast vermutet, ne? Aber stell es einfach mal vor. Du wirst einfach in irgendein Internat oder so geschickt, wo keiner was von dir mitbekommt. Du wirst jahrelang gedrillt, gut auszusehen, gut zu tanzen, dich gut zu stylen. Die besten sechs werden in eine Gruppe zusammengepackt und raus in die Promo-Welt geworfen. So, und die, die es nicht schaffen, die haben einfach ihr Leben für ein paar Jahre geopfert. Für gar nichts. Ja, bestimmt schon. Das ist auch, das habe ich auch früher mitbekommen, die ganzen Boygroups, ne? So, ich glaube auch hier, ne, wie heißen sie? Backstreet Boys, One Direction und was weiß ich alles. Ich glaube nicht, dass sie alle als Garagenbands angefangen haben. Einmal exemplarisch die Fans von BTS, die ARMY. Oh, das habe ich früher schon gesagt. Alle Fans, die sich ARMY nennen, ganz schwieriges Thema. Einige der Fans versuchen innerhalb dieser Foren und so quasi innerhalb der ARMY im Rang aufzusteigen. Dann kriegt man zum Beispiel exklusiven Zugang zu bestimmten Teilen der Foren. Dafür muss man allerdings ganz bestimmte Aufgaben erfüllen. Und hier wird es verrückt. Es gibt Streaming-Aufgaben, heißt, man muss so und so viele YouTube-Videos von BTS anschauen, so und so viel liken, kommentieren und ein Quiz beantworten. Für Billboard-Charts gibt es Twitter-Accounts mit Anweisungen und Anleitungen, um die Musik von BTS möglichst hart durch die Charts zu pushen. Alter, können wir das auch mal für mich machen? So ein Hübi Army Bootcamp? Ihr müsst so und so oft meine Videos angucken und mich ranken und ich gebe euch dann so Anleitungen raus, wie ihr mich weiter pusht, damit ihr dann quasi im Rang aufsteigt. Das ist ja doch mal eine stabile Sache. Das ist wirklich, was zum sag ich jetzt nicht. Fans haben BTS sogar eine riesige Anzeigetafel am Times Square spendiert. Ach, lol. Fan-funded. BTS ist seit 1,5 Jahren auf der 1. In den Top 15 sind derzeit 13 K-Pop-Bands. What? Alter, schaut mal auf Platz 14. Uff. Alter, sagt's niemandem. Aber ich glaube, ich bin da in der Ariana Grande Army. Versuch da gerade im Rang aufzusteigen. Immer wieder gibt es Berichte von Knebelverträgen. Einige Idols verdienen in den ersten Jahren ihrer Karriere teilweise keinen Cent. Mit der Begründung, dass sie erst ihre Ausbildungsjahre zurückzahlen müssen. Bis vor kurzem. Ja, das meine ich. So, ne? Wenn die Leute kein Geld mehr abwerfen, dann lässt man sie einfach fallen. Wird man zu dick, wird man zu krassen Diäten gezwungen. Hat man einen Freund oder eine Freundin, wird man teils sogar rausgeschmissen. Also du verkaufst ja quasi wirklich
deine Seele an den Satan. Auf diese Weise werden die K-Pop-Stars verheizt und kippen oft einfach auf der Bühne um. So spiegeln sie auch recht unschöne Teile der Kultur Südkoreas wider. Seoul gilt als Welthauptstadt der plastischen Chirurgie. Knapp ein Drittel der Südkoreanerinnen zwischen 19 und 29 hatte bereits eine Schönheits-OP. Auch Männer haben immer häufiger solche OPs. Es gibt einen Grund, wieso alle BTS-Members Single sind. Stell dir vor, die Fans hinten raus, dass die nicht Single sind. Die ganzen Fans würden das niemals akzeptieren. Ja, aber ist es nicht auch so, dass Pärchen heutzutage auch, also ich sag mal so, Bibi und Julienko sind ja auch als Pärchen groß geworden. Also ist es nicht so, dass wenn Stars eine Beziehung haben, dass das auch viele Fans freut? Aber ich kann auch, wie gesagt, verstehen, dass viele das dann nicht mögen, weil dann diese Illusion verschwunden geht, dass man mit seinem Star zusammenkommen könnte. Was sowieso abstrus ist. Times Square Plakat incoming. Danke, Jonas. Die ersten 5 Euro fürs Times Square Plakat sind drin. Schnappt die Ariana Grande. Okay, Bruder, muss los. Und ich wette, danach hat sie auch wieder von ihrem Label aufs Maul bekommen. Sie wurde harsch kritisiert, weil sie einen Freund hatte, sich für Abtreibungen aussprach, ab und an den BH wegließ und in einem Musikvideo Identitätsstörungen thematisierte. Wenige Monate später nahm sie sich das Leben. Alleine Ende letzten Jahres sind 3 K-Pop-Stars gestorben. In den Fällen von Sully und Guhara von Kara war es eindeutig Suizid. Im Fall von Cha In-ha von Surprise You ist es noch unklar. Keiner dieser Menschen ist 30 geworden. BTS ja. Alleine bringt der südkoreanischen Wirtschaft Schätzungen zufolge knapp 3,5 Milliarden Euro pro Jahr. Ja, aber es ist auch krass. Also ich meine, weil die schaffen es ja wirklich, die gesamte Welt anzusprechen. Da müsste ich mir vorstellen, keine Ahnung, ein Apache 207 spricht den deutschen Markt an, den Schweizer und den Österreicher und vielleicht noch ein bisschen was nach oben. Sagen wir mal roundabout 100 Millionen an. Und Apache verdient, glaube ich, sehr gut. Er ist so gerade der deutsche Star. Aber die sprechen halt einfach 7 bis 8 Milliarden Menschen an. Die sprechen halt die ganze Welt an, weil es keinen juckt, was die singen oder nicht singen. Ich meine, wer versteht denn alles Koreanisch? K-Pop kann einiges. Aber die Stars leiden häufig unter unmenschlichem Druck. Ja. Und man kann sich schon fragen, ob die Fans teils nicht einfach instrumentalisiert werden. Krass, Alter. Krass. Arschgutes Video. Aber ich sag mal, es hat jetzt nur noch mal das konkretisiert und ich sag mal stärker dargestellt, beziehungsweise hervorgehoben, was ich auch schon quasi indirekt vermutet hatte. Da willst du eigentlich gar nicht drüber nachdenken. So. Das sind zwar Sachen, wo du vermutest, dass sie passieren, aber eigentlich willst du es nicht wahrhaben. Aber ich glaube, bei den amerikanischen Stars wird es recht ähnlich sein. Wahrscheinlich nicht in so krasser Art und Weise, aber ich vermute, es wird auch recht ähnlich sein. Ich hätte nicht gedacht, dass da so eine harte Kommerzialisierung, Instrumentalisierung stattfindet. Die Musikindustrie geht halt langsam zu weit. Ich möchte die Zukunft nicht wissen. Ja, bin ich voll dabei. Es ist sehr gut, dass die solche Videos machen. Das Problem ist, es wird halt kaum einen der Fans interessieren. Da brauchst du irgendeinen weltweiten Skandal. Und selbst dann würden die Fans wahrscheinlich nicht aufwachen.